Herzlich willkommen wieder zurück bei mir an die auf Gamodrome zu dem neuen Adventure Rouge League Insurmountable. Ja, was übersetzt heißt unüberwindbar. Ja, ich finde es ganz nice. Wenn du in den ersten beiden Folgen dann geblieben bist, dann wirst du es ja auch ganz cool finden. Also ich finde es wirklich mal ein anderes Game. Ist mal eine Herausforderung wert. Und wir machen auch weiter. Wir gucken uns jetzt erstmal das nächste Event an. Ich kann euch gar nicht sagen, ob das irgendwo beschrieben ist, was die einzelnen Events hinter sich haben. Hier ist, glaube ich, wieder so ein Monument-Event oder so, wo wieder irgendwas Religiöses ist oder sowas. Nee, doch nicht. Aber, na gut, Monument. Eine Hütte. Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Ja, und, achso, wenn du neu bist, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, ne? Das wäre nice. So, vor einer windschiefen Hütte sitzt eine alte Frau. Ihr zahnloses Gesicht lächelt dich freundlich an, ne, das kennen wir schon so ein bisschen, ja, die Events wiederholen sich halt noch, ne, das wird aber auch noch ein bisschen gepatcht. Ja, liegen wir im Platz, okay, jetzt können wir uns wieder aussuchen, ob wir Gesundheit nehmen, die nehmen wir auch. Wärme ist bei uns noch tippitoppi tappi. So, meine Entscheidung war ja, dass wir jetzt erstmal auf den Gipfel gehen, gerade um auch ein bisschen Sauerstoff zu sparen, gucken mal, ob wir hier vorankommen. Gelten hier noch ein bisschen unsere aktivierten, ja, die gehen noch, 1,36, also für ein paar Stüfchen reicht das noch. Ach, wir haben ja noch ein Level-Up. So, und gucken wir mal. Tiefer Atem, erhöhtes Sauerstoff. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist das, was ich schon in Folge 1 gesagt habe. Das hilft uns auf jeden Fall bei den nächsten Aufstiegen locker mal weiter. Also nehmen wir das auch gleich. Ist eine passive Fähigkeit. Dann haben wir jetzt anstatt 100, nämlich 150 Einheiten Sauerstoff, die wir quasi in uns tragen. Und haben sogar jetzt damals noch diese aktive Atemübung bekommen, damit wir einfach unseren Sauerstoffgehalt auffüllen können. Und das ist auch wirklich mega wichtig. Der Sauerstoff ist am Ende des Spiels meist die kritischste Elemente oder das kritischste Element, ne? Und von daher entscheide ich mich da immer wirklich was für zu machen, ne? Ja, wenn ihr euch fragt, warum der kleine, die kleine Dame hier ist ja eine Abenteurerin, hier so schnell klettert, wir haben wieder den Zeitraffer an. Ja, und dann gehen wir mal hoch hier. Schauen uns mal den Berg an. Ihr seht auch, dass bei so langen Etappen hier wirklich Tatsache richtig die Energie leidet, ne? Ja, das ist auch ordentlich. Aber für die Energie haben wir jetzt genug Dosensuppen dabei. Also was in den Dosen drin ist, kann ich euch gar nicht sagen. Das Event können wir uns auch anschauen, wenn wir nach unten klettern. So, ich will, schaffen wir noch einen? Ja, schaffen, einen schaffen wir noch. Gut, dass ich auch eine Sauerstoffflasche bei habe. Die werde ich auch wahrscheinlich gleich nutzen. So, dann klettern wir mal hier weiter. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel, hätte man keine Sauerstoffdosen dabei, einfach eine Rast machen. Ne? Die Rast verbraucht aber natürlich, weil wir uns ja sehr weit oben befinden, auch ordentlich Sauerstoff. Ja, dafür entscheide ich mich jetzt nicht. Ich entscheide mich dafür, dass wir, na, das X muss man ja gut treffen, so, dass wir nochmal eine Dose zu uns nehmen, ne? Eine Konservendose. Ja, füllt die Energie nochmal auf. Da können wir auch vielleicht noch, nein, man muss es ja nicht übertreiben. Wir machen das jetzt erstmal je nach Bedarf. Ja, klettern erstmal hier wieder. Oh, da guckt man, da sieht er, dass das richtig Energie kostet. Naja, vielleicht mache ich doch eine Rast, weil dann laden sich auch nochmal meine passiven Fähigkeiten auf. Also werden wir jetzt mal lang schlafen. Danach muss ich mir halt eine Sauerstoffflasche reinpfeifen. Gut, dass wir eine gefunden haben. So, wir können ja mal gucken, ob wir hier erstmal noch weiterkommen. Ah, ich würde gerne. Okay, guck mal, dann gehen wir erstmal zum Event rüber. Das frisst weniger Energie. Ja, da haben wir nochmal geistige Gesundheit gewonnen. Gehen wir hier hoch. Ja, und umso kürzer diese Kletterwege sind, ne? Also das ist auch ein wichtiges Element hier in der Strategie des Spiels, um erfolgreich die Mission zu beenden oder den Aufstieg zu beenden. Einfach zu sagen, ja, man guckt so ein bisschen, dass man nicht ganz so krasse Aufstiege mit einmal hat, sondern immer so ein bisschen etappenmäßig, ne? Ja, da sind wir am Gipfel angekommen. Freut er sich? Ich mache mal einen Screenshot. Dein Herz ist leicht und erfüllt vor Freude, von Freude. Als du auf dem Gipfel stehst, alle Strapazen sind vergessen, du genießt den Augenblick, er gehört ganz dir. Dann platzierst du deine Fahne, die Nachwelt soll wissen, was du vollbracht hast. So, jetzt wird uns nämlich auch der Ausstiegspunkt angezeigt, weil es ist nicht nur damit gemacht, den Berg zu erklimmen, es ist auch ein wichtiger Aspekt im Spiel, wieder vom Berg runterzukommen. Und das machen wir auch, wir schauen mal. Ob wir das hier so, naja, wir gehen mal wieder so etappenmäßig vor. Warte mal, dann ist aber, glaube ich, die bessere Etappe hier so lang. Und hier runter, ja, ist auch schon wieder ein ordentlicher Abstieg. Und dann vielleicht, warte mal,
Das muss ich jetzt mal ein bisschen ergründen hier. Wir gehen jetzt erstmal dahin und dahin. Das ist auch ein tiefer Abstieg. Haben wir irgendwo einen besseren Abstieg hier lang vielleicht? Das ist besser. Danach da. Oder eine Rast möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wie ist es, wenn wir hier lang gehen? Hier, dann hier. Auch blöd. Jetzt muss der Abstieg geplant werden, ne? Na, wir gehen erstmal hier hin. Verbraucht wenig Energie. Oder klettern erstmal da. Mit gehen ist ja hier nicht viel. So, dann haben wir jetzt einfach hier, das ist aber der nicht ganz so tiefe. Nehmen wir den. Und so, von denen gehen wir dann auf den und den. Und tümmeln uns hier so ein bisschen runter. Noch lief wirklich der Abstieg echt gut, also das muss man schon so sagen. Und nehmen wir noch den und dann werde ich mir mal noch eine Dose mit Nahrung reinpfeifen. Ach, warte mal, das war blöd. Das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig doof, weil wir hier gar nicht weiterkommen. Jetzt muss ich da wieder hoch. Ah, warte mal, wir brauchen erstmal die Sauerstoffflasche. Die müssen wir auf jeden Fall einmal zu uns nehmen. Jupp. Da seht ihr, okay, jetzt hat sich hier entsprechend der Sauerstoffwert aufgefüllt. Wir nehmen nochmal Energie zu uns. Und dadurch, dass wir jetzt echt keine Sauerstoffflasche mehr haben, will ich jetzt eigentlich so schnell wie möglich runter. Keine Gefahrenpunkte, wenig Energie. Okay, machen wir. Ich verkneife mir das jetzt auch nochmal, diesen kleinen Nebengipfel zu erkunden. Wo war denn der? Da. Da hätte man jetzt auch nochmal hochgehen können, nochmal etliche Sachen bekommen können. Aber das kneife ich mir jetzt echt. Weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass wir sonst mit dem Sauerstoff nicht mehr hinkommen. Weil bis nach da hinten ist das auch noch eine Ecke, ne? So ist nicht. Hier ist alles vereist. Hier sind alles Gefahrenstellen. Alles. Erstmal bis hierhin. Dann gehen auch auf jeden Fall wieder unsere Stats. Die können wir dann gleich mal nutzen. Na, hier seht ihr ja, da hinten kommen ja auch nochmal ein paar Punkte. Die können wir vielleicht noch, wenn der Sauerstoffgehalt passt, kurz vorm Ziel, nehmen wir die noch mit. Genau, so alle mal aktivieren. Dann sind uns hier nämlich diese Punkte völlig egal. Da können wir dann einfach drüber. Ja, das ist ja hier wieder mit der Fähigkeit, vorsichtige Schritte zu begründen, ne? Ja, es wäre schön, wenn wir noch unter 6000 Meter kommen. Dann könnte ich nämlich ohne Sauerstoffverlust eine Rast machen. Boah, das ist ja wieder ein kompletter Rückweg. Verdammt. Dann machen wir das erstmal. Geht nicht anders. Müssen wir einen Kauf nehmen. Jetzt, den hätten wir uns jetzt klemmen können hier. Ja, da muss man halt drauf aufpassen, ne? Also welche Schritte man hier anweist, die macht er auch. Also das System denkt dann nicht intelligent zurück und sagt, ey, du machst hier irgendwie einen Schritt zu viel. Willst du nicht irgendwie was ändern? Da muss man halt selber ein bisschen drauf aufpassen, ne? So, wie sieht's denn aus? Kommen wir da ohne Gefahr hin? Nö. Da unten ist so ein Sherpa. Was haben wir hier? Ein Chillpoint. Wie lange haben wir hier noch Restzeit? Nö, haben wir auch nicht. Wir sind auch noch nicht unter 6000 Meter. Wie kommen wir denn da hinten am besten hin? Och, guckt euch mal diesen gefährlichen Weg an. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich penne jetzt hier eine Runde. Der Sauerstoff geht nochmal um 20 runter, aber ich glaube, wenn wir hier unten sind, kommen wir wieder unter 6000 Meter. Und dann, upala, und dann ist die Luft ja wieder ein wenig besser. Wie ist denn das, wenn wir hier lang kraxeln? Auch bescheiden. Hier haben wir aber nur einen Gefahrenpunkt. Gehen wir erstmal den Weg. Ich hoffe, hier passiert jetzt nichts. Glück gehabt. Hier ist noch einer, dann können wir da runter.
Machen wir auch. Das sind alles Gefahrenpunkte hier. Gucken wir mal, ob was im Tunnel zu finden ist. Ne, da bräuchten wir halt wieder die Fackel. Das kennen wir ja mittlerweile, ne, dass wir da nichts sehen. Fackeln kann man halt auch nur finden. Die könnt ihr leider nicht selber craften oder so. So, wir legen uns auch nochmal schlafen. Haben da nämlich gleichzeitig nochmal unsere ganzen Sonderfähigkeiten nochmal aktiviert. Beziehungsweise regeneriert, sodass ich sie nochmal aktivieren kann. Ich hoffe ohne Scheiß, dass wir unten jetzt unter 6000 kommen. Sonst sieht es echt eng aus mit dem Sauerstoff. Oh, Glück gehabt. 5984 Meter. Wir haben es geschafft. Unser Sauerstoff regeneriert jetzt wieder. Puh. Und wir kriegen noch einen Sauerstoff. Alter, das läuft ja heute. Das läuft ja heute richtig. Ja, jetzt tanken wir nämlich Sauerstoff auf. Haben wir hier noch ein bisschen Zeit? Ja, 3 Stunden. Die Gefahrenstellen können wir da ein bisschen ignorieren hier an der Stelle. Ja, ihr merkt auch, die Musik, die wallt immer so richtig auf, ne? Also manchmal ist das so ein bisschen, man hört gar nichts und dann auf einmal wird die so richtig laut. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an der Tag-Nacht-Phase. Erstmal vom Fleisch, eigentlich war das immer gut. Boah, passt. So, dann gehen wir wieder runter. Oder können wir hier irgendwie so ein bisschen kraxeln, dass wir hier nicht... Ja, ich will schon runter. Das ist besser. Weil wir müssen einfach in den sauerstoffreichen Bereich. Ja, das ist dadurch, dass wir gerade hier wirklich auf dem letzten Zahn laufen. Gut, ich könnte jetzt wieder eine Sauerstoffflasche verwenden, aber warum? Ja, die brauchen wir vielleicht in der nächsten Mission viel dringender. Von daher lege ich... Warum minus 20? Wir sind doch unter 6. Ach, sind wir nicht. Guck mal einer an. Wir müssen irgendwie hier hin. Was alles Gefahrenstellen, ey. Das ist so riskant, da jetzt lang zu klettern. Ich glaube, ich muss die Sauerstoffflasche nehmen. Ja. Wir können ja mal gucken, wie viel wir jetzt hier noch verbrauchen, bis wir da hingedümpelt sind. Wir kommen da einfach nicht rum. Wir müssen diese Gefahrenstellen passieren. Was ist jetzt besser? Zurückzugehen vielleicht nochmal? Nee, auch alles Gefahrenstellen. Der ist auch... Das ist nur ein... Wir müssen nur einen Vektor runter, ja? Dann werden wir wieder im Sauerstoffbereich. Ich könnte jetzt hier auch mal so eine Atemübung machen. Ach komm, machen wir einfach mal. So. Und dann machen wir hier eine Rast. Minus 12 Sauerstoff, das schaffen wir noch. Dann können wir in den unteren Bereich kraxeln. Dann haben wir 12... Wie lange schlafen? Ah, wir müssen lange schlafen. 10 Stunden Zeit, dann sind noch 9 Stunden übrig. Minus 20 Sauerstoff, wir machen es einfach. Ich nehme dann meine Sauerstoffflasche, come on, ist egal. Könnte man natürlich wieder im nächsten Aufstieg auch gut gebrauchen, aber ist egal, nehmen wir jetzt. So, damit ich jetzt erstmal hier hochkraxeln kann. Und dann da nochmal hinkomme. Weil ich versuche schon so noch ein bisschen diese Sonderevents hier so ein bisschen mitzunehmen, aber nicht alle mehr. Also die 3 wären noch ganz schön, wenn die so ein bisschen auf der Route liegen, mache ich das. So. Kann ich nicht bringen. Wir werden hier auf jeden Fall... Ich muss jetzt wieder Zeit schinden. Geht nicht anders. Ihr kennt das schon. Das heißt Sauerstoff verschwenden. Das heißt Energie verschwenden. Ja, aber ich brauche diese Sonderfunktion, damit ich einfach am nächsten Berg keine langbleibenden Schäden hinter mir oder mit mir rumschleppe. Das muss jetzt auf keinen Fall sein. Also müssen wir jetzt Zeit schinden. Geht nicht anders. Also klettern wir jetzt hier ein paar Mal hin und her. Am besten so, dass wir nicht viel Energie verbrauchen. So. Okay, man kann jetzt die Bahn hier auch ein bisschen länger anklicken, so dass er einmal hin und her rennt. Aber das ist halt auch wieder eine wichtige strategische Entscheidung, die man jetzt einfach trifft, ne? Ja, wir bauen jetzt hier einfach Zeit ab. Und das ist auch ratsam stellenweise, ja? Also das wirklich zu machen, ne? Na, guck mal, da oben waren wir.
So, 5 Stunden, dann machen wir das Spiel nochmal. So, lassen wir mal ein bisschen wuseln. Können wir uns mal die Gegend angucken. Na, ah, hier ist auch so ein bisschen gletscherartig schon fast. Ja, das Wetter ist perfekt gerade aktuell, ne? Muss man so sagen. Ja, nächsten Tag zieht ein Sturm auf. Der behindert uns halt ein bisschen bei den Energiekosten und so weiter, ne? Ist klar, logisch. Aber irgendwo muss ja ein Sturm seine Auswirkungen haben. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Ah, guck mal, passt. Von der Zeit her passt das. Dann kann er gleich wieder da zurücklatscheln. So, wieder zurück und dann sollten wir das geschafft haben. Jawohl. So. Okay, wir können wieder alle Funktionen nutzen. Schauen uns das auch gleich mal ein bisschen an. Dass hier alles mit Gefahren verbunden ist oder wirklich nur dieser Part hier. Hier haben wir nochmal eine Gefahrenstelle, die können wir aber so mitnehmen. Spiel das jetzt gleich mal durch, wo wir am besten langlaufen. Da sieht man auch gleich, was man alles so schön verbraucht. Wir setzen natürlich alle Stats wieder ein. So, wenn wir hier jetzt gefahrlos hinkommen, mache ich das. Nee, kommen wir natürlich nicht, war klar. Warte mal, gucken, ob wir mit dem anderen. Nee, so oder so müssen wir durch einen Gefahrenbereich. Aber ich probiere es einfach. Ja, mit dem Sauerstoff sollte noch passen, das sollten wir schaffen. Sonst machen wir nochmal eine Atemübung, die ist ja auch gleich wieder freigeschalten, ne? Gehen wir erstmal den vorprogrammierten Weg, den ich hier angelegt habe. Du machst eine Rast. Ja, wir machen eine Rast. Wir sehen uns erstmal um und haben dadurch 500 EP erhalten. So. Weiter geht's. Die ist noch für eine Stunde 3. Das wird nicht mehr reichen für diese Gefahrenzone hier. Warte mal, er soll mal stoppen. Hier könnten wir uns jetzt nochmal schlafen legen, würden aber hier, glaube ich, auch Sauerstoff verbrauchen. Ah, ne, wir gewinnen sogar Sauerstoff. Also machen wir das jetzt auch einfach mal auf lange Zeit. So, das müsste eigentlich unser zweites Zelt gewesen sein. Wie viele Zelte haben wir da noch? Genau, richtig. Das können wir jetzt noch. Ne, dreimal können wir das noch verwenden, ne? Ja, wer sich fragt, wofür die Thermoskanne ist, die ist einfach dafür da, dass wir hier nochmal Körpertemperatur auftanken können, so gesehen, ne? Ich gucke bloß mal kurz, ob ich was an der Route nochmal ändern kann. Dann irgendwie dahin. Na, ist besser. Schneller, effizienter. Aber eigentlich haben wir hier noch Krimskrams. Hier brauchen wir dann nur ein Gefahrenfeld nehmen. Und danach da hinten. Wir gehen erstmal hier hoch und dann steuere ich mich hier so ein bisschen. Na, warte mal, wenn er da oben ist, breche ich nochmal ab. Das durchsuchen war, komm, wir sind jetzt in einer gechillten Zone. Oh, 2 Sauerstoff. Alter, was geht denn heute ab? Krasse Sache. Aber bleib mal bitte stehen, Digga. Ah, jetzt war er zu schnell. Ey, stehen bleiben. Stehen bleiben. Macht er nicht. Ich wollte nämlich genau über dieses Gefahrenfeld. Jetzt auf dem Gefahrenfeld bleibt er stehen. Ganz toll. Naja. Aber gut, dass wir den mitgenommen haben. Also 2 Sauerstoffflaschen ist einfach mal richtig nice. So, wir tanken hier wieder geistige Gesundheit. Schauen wir mal, ob wir hier so ein bisschen uns durchwuseln können. Kommen wir von da nach da irgendwie runter? Ne, es sind alles Gefahrenfelder. Also gehen wir erstmal hier hin. Machen vielleicht nochmal eine kurze Rast, bis hier diese Special-Fähigkeit aufgeladen ist. Können dann auch nochmal kurz in unseren Level-Up mit reinschauen. Läuft richtig gut, ey. Läuft richtig gut. Oh, ne. 50 Jahre abgelaufen. Gut, ne. Auf keinsten, Alter. Auf keinsten. Wenn die wirklich 50 Jahre abgelaufen ist, dann sollte man den Inhalt nicht mehr essen. Obwohl ja gesagt wird, dass in Konservendosen das
nicht vergammeln kann. Wir müssen es nicht herausfordern. Meiner Meinung nach. So, hier werden wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen Zeit schinden, damit hier nochmal die Sonderfähigkeiten nochmal funktionieren. Ich will es mir jetzt auf diesen letzten Gefahrenfeldern echt nicht antun, mir den Knöchel zu verletzen. Wie gesagt, da haben wir dann einfach wirklich einen Buff mit dabei bis zum nächsten, der auch in der nächsten Etappe dann mitzählt, ne? Steinmeisterung. Verringert Energiekosten auf Stein. Ich bin jetzt hier, Alter. Ne, wir nehmen das mal hier. Auch wieder eine passive Fähigkeit. Ihr seht, wir werden immer erfahren, ne? Was uns natürlich bei der zweiten Etappe, die dann auch schwerer sein wird, deutlich weiterhilft, ne? So, jetzt können wir hier wieder alle unsere Chosen aktivieren und müssen eigentlich rein theoretisch jetzt zum Ziel durchlaufen können. Ja, und dann haben wir das nämlich auch. Ich mache nochmal einen Screenshot, weil ich heute nochmal einen Artikel dazu schreibe. Testbericht für die Webseite www.gamodrom.de. Könnt ihr auch gerne mal raufgehen, wenn ihr Bock habt, ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich hier die ganzen Spiele mal testen darf. So, du erreichst ein weitläufiges, aber geschütztes Areal. Ein perfekter Ort, um einen Rast einzulegen. Am liebsten würdest du gleich weiterziehen und den nächsten Gipfel stürmen. Aber das wäre selbstmörderisch. Du willst nicht nur in die Geschichtsbücher, du willst die Einträge über dich auch eines Tages lesen. Schöner Satz. Dafür müsst du nur neue Kräfte sammeln, denn das ist gewiss, der erste Aufstieg hat seinen Preis und der nächste Berg wird nicht einfacher. So, da seht ihr nochmal, da kriegen wir nochmal alle so ein bisschen aufgepusht, ne? Haben es jetzt hier geschafft. Wir haben 12 Tage gebraucht, die Route wurde hier erledigt, ne? Du bist erschöpft von dem Klettern. Du leistest dann minus 30 maximal. Was ist denn das? Warum bin ich erschöpft? Wir haben das doch gut gepackt, hier ist doch alles aufgeladen. Oh, das finde ich ja schade. Jetzt kriegen wir ja echt einen Buff mit 30, minus 30 maximale Energie. Das ist schon ordentlich, ne? Also das ist wirklich ordentlich. Wir haben uns nicht mal einen Knöchel gebrochen, nischt, ja? Naja, was will man dazu sagen? Aber das war unsere erste Tour und ihr seht auch, wir gehen jetzt mal zusammen in den zweiten Berg direkt rein. Und hier können wir uns auch wieder für eine Route entscheiden. Hier kommt jetzt der nächste Schwierigkeitsgrad dazu, indem wir halt drei Eigenschaften haben, die die Route negativ oder positiv beeinflussen können. Meistens sind natürlich die negativen Aspekte hier im Überfluss oder in der Mehrzahl, ne? Wir schauen mal rein. Robuster Felsen, sehr schwere Stürme, heftiger Schneesturm, stabiles Eis, sehr kalte Nächte, ist uncool, heftiger Schneesturm. Sehr schwere Stürme, sehr spektakuläre Umgebung, Schatten und Geräusche, sehr schwere Stürme. Ah, dann nehme ich lieber das hier, weil ich glaube, Schatten minus 0,3 Geisteskraftveränderung pro Stunde beim Bewegen. Okay, das ist natürlich auch Bullshit, ne? Hier haben wir es dann mit Körpertemperatur zu tun. Stabilen Eis, das ist dann zum Schluss wieder wichtig. Pro Stunde beim Bewegen. Das ist halt immer in der Nacht, ne? Also wir haben hier dann Tatsache mehr Körperenergie, die wir verlieren werden. Dann entscheide ich mich doch, glaube ich, hier für das kontinuierliche Absenken der Geisteskraft mit minus 0,3. Weil wir haben jetzt eigentlich relativ viele Blüten gefunden, die wir jetzt auch wieder im Inventar mit dabei haben. So, und da sind wir auf dem Neuesten. Es kribbelt in deiner Magengegend, als dein Blick zum zweiten Gipfel wandert. Wie wunderschön er ist und zugleich so tödlich. Obwohl das Gebirge für dich ein Mysterium bleibt, du auf Phänomene gestoßen bist, die du nicht erklären kannst, spürst du eine tiefe Zufriedenheit. Du bist nicht angekommen, der Insel ihre Geheimnisse zu entlocken. Dir geht es um den Wettkampf mit der Natur und darum, das Unmögliche zu schaffen. Der nächste Aufstieg wird alles von dir abverlangen. Aber das ist der Weg, den du gewählt hast. Ja, das stimmt wohl, ne? Wir wollen das ja hier auch schaffen. Ja, von daher steigen wir dann hier in die neue Map ein. Ja, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Ich würde sagen, das heben wir uns aber für die nächste Folge auf. Ich glaube, das passt ganz gut, dass wir jetzt hier in drei Folgen den ersten Berg gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir für den nächsten Berg auch nur drei Folgen brauchen. Oder der sich hier als irrwitzig, ja, entpuppen wird. Ja, ihr seht auch Tatsache, dass die Stats alle gleich geblieben sind. Ja, das hat sich jetzt hier auch nichts aufgefüllt, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ja, weil wenn man von einem Berg zum anderen geht, hat man ja auch irgendwo eine Unterkunft, wo man mal sich ein bisschen ausruhen kann. Also sollten meiner Meinung nach diese Stats wenigstens alle wieder auf 100% oder mehr laufen, je nachdem, was man freigeschalten hat, ne? Und das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, der realistisch ist und den man auch machen sollte. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir jetzt hier die Narben haben. Ja, also finde ich schade mit den Narben, weil wir haben kein Event gehabt, in dem wir uns langfristig verletzt haben. Wir hatten ein Event kurz, ja, aber wir haben uns keinen Knöchel gebrochen. Da haben wir jetzt extrem aufgepasst, haben aber trotzdem jetzt hier diesen Nachteil mit drin. Gut, muss man mit klarkommen. Ja, wäre aber anders wünschenswerter gewesen bei der Umsetzung des Games, ne?
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bleibt dabei, ich bin gespannt, was der zweite Berg bringen wird. Bis dann, bleibt gesund, ciao.